No entering the lava pits. Dann schauen wir mal. Oh je. Da sind auf jeden Fall direkt wieder neue Gegner. Ups. Na egal. Ja gut. Erinnern mich so ein bisschen an das Alien. Sind auch echt schnell unterwegs, die Dinger. ...107 Gegner direkt wieder. 5 Secrets. Na dann. Ganz schön viele von den Viechern hier. Aber an sich gehen die recht gut klar. Wow. Also hier darf man wirklich gar nicht in die Schmerzböden rein. Also, es tut halt instant weh, ne? Oh. Ah, aber die, bewegen sich je nachdem. Okay, die bewegen sich auf jeden Fall immer weiter nach oben. Das ist schon mal gut. Na, das wird jetzt kurz ein bisschen wehtun, aber passt. Oh je. Haha, ich kann euch hier abknallen, ihr könnt nichts dagegen tun. Okay. Keine Ahnung, wieso das offen ist. Aber I take it. Okay, jetzt darf ich hier auch erstmal wieder... Perfekt. Okay, die können auch getushottet werden anscheinend. Muss nur genügend von den Dingern treffen. Lesser Runes, okay. Sah aus wie die Munitionsart für die Waffe, welche man im Secret vom letzten Level bekommen hat. Na?
Okay, man kommt hier immer nur jeweils auf der anderen Seite raus. Oh! Ja, krass. Chaos Device. Ha, okay. Was macht dieses Chaos Device? Bin ich wieder... Ich bin wieder am Anfang. Also mit anderen Worten, das teleportiert mich zurück an den Anfang der Map. Na gut. Irgendwas sagt mir, dass ich das mir aufsparen sollte. An den Anfang kommt man halt nicht mehr zurück ohne dieses Ding, ne? Da kann man nicht mehr hochspringen. Zumindest in diesem Level jetzt nicht. Und ich meine, wer weiß. So ein Secret am Anfang. In dem Level, wo man das erste Mal das bekommt, was einen an den Anfang zurückteleportiert. Ich würde das nicht für unmöglich halten. Okay, nice, Map Scroll. So gefällt mir das. Das bedeutet, dass ich jetzt hier auch auf Secret-Suche gehen können werde. Wahrscheinlich. Okay. Hell stuff. Na dann. Volle Munition für das Ding auch. Heißt, kann man auch testen. Oh, cool. Ein Tome of Power. Ah, praktisch Plasma Gun. Haut auch ordentlich rein. Welche Zahl ist das auf der 5? Ja, doch. Kann man gut verwenden, die Waffe. Okay, ich schau mal ganz kurz, war das ein permanenter Schalter? Yes. Was immer wir also aktiviert haben, wird wahrscheinlich auch aktiviert bleiben. Falsche Richtung. Hier lang. Lol. Nice. Oh, die sind jetzt rot.
nice. Also ich denke mal nach, dank diesem Tome of Power. Ich meine dann auch genau, dass die dann... Ah, schade, sind vorbei. Ich konnte es nicht ganz so gut zeigen, aber die entziehen den Gegner dann auch ihre AP und geben sie mir. Okay, hier ist... das Exit. Aber... wir haben ja noch eine gewisse Sache, mit welcher wir bestimmt auch noch die letzten Secrets finden. Und zwar natürlich die Map. Und hier sehe ich schon was. Ha. Aha. So ist das also. Ja, ja. Nicht schlecht, die Falle. Was ist das? Okay, komme ich hier hoch? Okay. Ja, gut. Bringt mir jetzt nicht so viel, aber good to know. Ist auch kein Secret. Okay, da hinten sehe ich auf jeden Fall auch noch eine Sache. Oh, das hier ist jetzt offen. Ey, das war doch das ist doch so ein Endgegner-Viech gewesen aus Episode 1. Enchanted Shield. Oh, 200 Rüstung. Ah, und hier sind wir jetzt beim Anfang. Ja, cool. Was mich jetzt hier halt echt ein bisschen wundert, ist, wo sind denn die letzten Kills? Es ist jetzt nicht so, als würden mir nur so ein, zwei fehlen. Es fehlen über 10. Diese Gegner müssen ja irgendwo sein, oder sind die jetzt irgendwie durch irgendeinen Secret getriggert worden und beleben die Map neu, oder... wo genau sind die? Es kann doch nicht sein, dass da halt doch so viele Gegner da noch rumfliegen irgendwo. Das würde ich jetzt mal stark bezweifeln, aber... so groß ist das Level dann wiederum auch nicht. Na, das verstehe ich hier irgendwie nicht ganz, wo da der Rest ist. Aber gut. Ich habe die Secrets. Das ist das Wichtige. Bam. Boah, es fehlen noch so viele Items. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal schauen, was da noch zu entdecken gibt. Ich habe zwar alle Secrets, aber irgendwie glaube ich, ich habe noch irgendwas verpasst. Da werde ich auf jeden Fall mal nachschauen. Das kommt dann jetzt dann entweder gleich, falls es noch was gibt. Falls nicht, dann naja nicht. anyway, man sieht sich dann beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao. Okay, der vergessene Raum. Tatsächlich sehr unscheinbar und meiner Meinung nach sollte das eigentlich auch ein Secret sein. Hier kann man nämlich runter. Und jo. Hier gibt es dann die restlichen Gegner. Wie man sieht, nicht wenige. Da hat man sie dann alle. Kriegt noch einen Flugpower ab. Rüstung, falls man sie zu dem Zeitpunkt nicht haben sollte. Und ein Tome of Power ist auch drin. Also ja, diesen Raum kann man leicht übersehen.